Ich bin Eva, ich bin Künstlerin und arbeite seit über 10 Jahren mit der Technik Pulp. Heute werde ich eine Frage beantworten, die am häufigsten gestellt wird. Wie lange ist Pulp haltbar und wie bewahre ich die Pulp auf? Wenn du deine Pulp fertig angemacht hast, das heißt also auch schon Kleister beigefügt hast, dann kannst du die Pulp in einem luftdichten Gefäß 4 bis 5 Tage aufbewahren. Im Winter kannst du es grundsätzlich in der Wohnung, in deinem Zimmer aufbewahren oder du kannst es auch in den Kühlschrank stellen, ganz wie du magst. Ich persönlich stelle es nie in den Kühlschrank. Ich versuche immer die Pulp gleich aufzubrauchen, dass ich mir halt wirklich nur eine Menge anmache, die ich wirklich auch brauche. Und wenn ich zu viel habe, dann mache ich sie in eine Schale rein und mache ein ganz, ganz leicht feuchtes Tuch drüber. Somit kann ich am nächsten Tag gleich wieder damit arbeiten. Aber wie gesagt, wenn du mehrere Tage gerade keine Zeit hast, damit zu arbeiten, dann kannst du es in ein luftdichtes Gefäß reinmachen und in den Kühlschrank stellen. Wenn du nach einigen Tagen die Pulp aus dem Gefäß nimmst und du merkst, dass sie sehr feucht ist und dass sie nicht mehr die Klebkraft hat, die sie haben sollte, dann kannst du Folgendes machen. Dann nimmst du die Pulp und drückst sie aus und schaust, ob etwas Wasser rauskommt, dann drückst du sie gut zusammen, machst sie in eine Schale rein, gibst wieder Kleister dazu, knetest die Pulp wieder sehr gut durch und dann kannst du weiterarbeiten. Wenn die Pulp anfängt zu riechen, dann überlasse ich es dir, ob du damit weiterarbeiten willst oder nicht. Aber wenn sie schimmelig riecht, würde ich nicht mehr damit arbeiten. Es kann dann durchaus sein, wenn du irgendwas modelliert hast, dass das Objekt anfängt zu schimmeln. Das würde ich nicht machen. Daher, ich empfehle grundsätzlich immer, macht euch weniger an und arbeitet mit der frischen Pulp. Es ist zum Arbeiten einfach auch viel schöner. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe keine Lust, jedes Mal wieder den ganzen Ablauf durchzuführen. Dann hast du eine andere Möglichkeit. Dann kannst du die Pulp, wie ich das hier gemacht habe, auch ausringen, zerkrümeln und dann auf ein Tuch auslegen und trocknen lassen, komplett durchtrocknen lassen. Und dann kannst du es hier so aufbewahren. Und dann kannst du immer, wenn du gerade Lust hast, kannst du davon nehmen, gibst etwas in eine Schale, gibst ein bisschen Wasser dazu, damit sich die Pulp wieder ein bisschen mit Wasser aufsaugt, Kleister dazu, gut durchkneten, pürieren und dann kannst du arbeiten. Ich hoffe, es war dir eine kleine Hilfe, wie du die Pulp aufbewahren kannst und wie du damit umgehst. Und wenn du tiefer in diese Materie eintauchen möchtest, so habe ich doch ein kleines Buch geschrieben. Hier sind alle Grundlagen drin, die du wissen musst oder darfst, wenn du mit dieser Technik weiterarbeiten möchtest. Hier habe ich auch ganz viele Erfahrungsberichte über meine 10-jährige Arbeit reingepackt. Ich habe hier 10 Inspirationen, wo du dich austoben kannst, ausprobieren kannst. Ich habe wirklich 10 Sachen reingenommen, wo du auf verschiedene Arten die Pulp kennenlernst. In diesem Sinne wünsche ich dir kreative Momente. Ich würde mich sehr über eine Wertschätzung freuen, indem du mir ein Like gibst oder eventuell sogar diesen Kanal abonnierst. Und natürlich auf meinem Kanal findest du über 140 Videos, wo es um Pulp geht, Inspirationen, Dekorationen und vieles mehr. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss.